Über Veränderungen des Lebensraums in vielen Teilen der Welt folgen tiefgreifende Konsequenzen für Natur und Tiere. Neben den weit verbreiteten Folgen, die jedem bekannt sind, gibt es auch andere unbekanntere. Was uns bei Menschen als weise bekannt ist, jemand, der seine Eltern sehr früh verlor und ohne Eltern aufwächst, das gibt es so auch in der Tierwelt, so zum Beispiel bei Elefanten. Wie hier die Bindung zwischen Mensch und Tier helfen kann, zeigen uns Boman und Belly, ein Ehepaar aus Indien. Wir schauen tiefer in die Hintergründe und ich wünsche viel Spaß mit der Folge. Wie immer der Hinweis, dass ich die Filmstory spoilern werde. Solltest du den Film noch sehen wollen oder aus anderen Gründen nicht gespoilert werden, solltest du an dieser Stelle nicht weiterhören. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir befinden uns, wie gesagt, in Indien im Jahr 2019 zum Zeitpunkt dieses Films. Dort lebt Boman, der ein Elefantenbaby bei sich aufgenommen hat. Direkt morgens sieht er nach dem Elefanten und fliegt ihn. Warum ist der Elefant aber bei ihm und auch seiner Frau Belly? Das wissen wir an der Stelle noch nicht, aber der Elefant wirkt, als müsste er noch Kraft aufbauen und lernen, in der Wildnis klarzukommen. Boman und der Elefant gehen tief in die Natur Indiens ans Wasser im Waldgebiet und im Wasser scheint er zu lernen, sich selbst zu waschen und das Wasser auch zu trinken, als wäre es einer der ersten Schritte, die der junge Elefant lernt. Wir erfahren, dass sie sich im Tepakadu Elefantencamp befinden, das mit 140 Jahren eines der ältesten Camps in Asien ist. Dieses Camp ist die größte Wildfläche für die asiatischen Elefanten als Lebensraum. In diesem Camp soll auch dem jungen Elefanten geholfen werden, der schwer verletzt aufgefunden wurde und stark unterernährt war. Und so geht es nicht nur diesem Elefanten, weshalb dieses Camp so wichtig für die Elefanten ist. Neben der Ernährung findet das Lernen für Elefanten auf spielerische Art statt. Die Tiere bauen eine enge Bindung zu ihren Pflegern auf. Die Tiere haben ein gutes Gedächtnis und merken sich exakt die Person, die sie gepflegt haben. Dem jungen Elefanten wird zudem eine Glocke umgehangen, die seinen Standort verrät und auch ein Zeichen ihrer Kultur in Indien darstellt. Belly beobachtet die Arbeit dabei besonders gerne. Zu diesem Zeitpunkt war sie lange die einzige Frau im Camp. Nachdem sie mit vielen Verlusten in der Vergangenheit zurechtkommen musste, gab ihr die Pflege der Elefanten wieder eine positive Wendung in ihrem Leben. Auch um die körperliche Pflege der Elefanten wird sich natürlich gekümmert. Sie schrubben die Körper der Elefanten und sorgen für die Gesundheit der Tiere. Und da die Jungtiere auch noch lernen, gibt es auch manchmal Widerstand. Manchmal wird auch das Essen ausgespuckt, wenn es nicht schmeckt, was das Füttern gegen die Unterernährung auch mal anstrengend machen kann. Besonders für Belly fühlt sich diese Beziehung dadurch aber auch wie zu einem Menschenskind an. Es sind so viele Ähnlichkeiten vorhanden und dass der Elefant nicht sprechen kann, macht da für sie keinen großen Unterschied oder keinen zu großen. Sie stärken ihre Verbundenheit auch über das Aussehen. Ihr heimisches Volk trägt ab und zu gerne Gesichtsbemalung, die sich auch im Gesicht bzw. der Stirn und vor allem dem Rüssel der jungen Elefanten mithilfe von Kreide aufgebracht werden. Eine Halskette aus Blumen bringt dann endgültig die kulturelle Verbindung zwischen dem Volk bzw. zwischen dem Stamm und dem Tier. Auch in Bräuchen und Ritualen wird, oder vom Ritualen des Volkes, werden die Elefanten eingebracht, die augenscheinlich ebenso ein Gefühl von Zusammenhalt untereinander, also nicht nur zu ihren Pflegern, sondern auch zwischen den anderen Elefanten spüren. Tragische Auswirkungen auf das Leben dort hat aber mal wieder die Hitze geschaffen im Zuge des Klimawandels. Der Lebensraum bzw. die Landflächen oder die Wiesen und Waldflächen verbrennen. Die Tiere ringen um Wasser und Nahrung, nachdem mehr und mehr Fläche abgebrannt ist. In der Herde gehen Jungtiere so oftmals verloren bzw. werden zurückgelassen, die dann eben oftmals im Camp bei Boman und Belly landen und gepflegt werden. Und auch die nächste Generation der Nachwuchs hilft bei der Pflege der Elefanten. Und so sind Boman und Belly tatsächlich das erste Ehepaar im Süden Indiens, die jungen Elefanten großziehen konnten. Der kleine Dokumentarfilm soll die enge Bindung zwischen Mensch und Tier darstellen. Es zeigt auch die Art und Weise, wie Stämme seit unzähligen Jahren nebeneinander existieren und sich im Beispiel dieses Films sogar gegenseitig, also die Stämme den Tieren und die Tiere den Stämmen helfen können und damit ihr Leben gegenseitig erleichtern. Sie teilen verschiedenste Eigenschaften wie die Intelligenz und sind so stark auf einer Ebene miteinander verbunden. Über das Storytelling soll unsere Vorstellungskraft aktiviert werden, mit der wir viel mehr Empathie für die Tiere, die Natur und ihr Leben entwickeln können. Das soll dazu führen, dass wir die Natur und die Tiere schützen möchten. Der Film ist eine echte Empfehlung und ihr könnt ihn euch auf Netflix ansehen. Wie steht ihr persönlich zum Thema Natur und Tierschutz? Schreibt es mir gerne. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.